Welcome back in Pine Grove, ihr Lumberjacks und Lumberjackerinnen. Willkommen beim Kramerfen. Sudle, was hatte ich gemacht? Die Eiche habe ich so ziemlich alle verarbeitet. Ich habe schon die Kühe gemolken, Eier ausgehoben. Am Vortag habe ich noch, glaube ich, alle Palette weggesetzt. Hier sind 1740 Kilo Rinde drin. Sägewerk ist, glaube ich, ziemlich ruhig, ziemlich still, genau. Ich habe alle Palette weggesetzt. Man sieht's. Mehr oder weniger erfolgreich. Hier hinten hat sich wieder was rausgerüttelt. Ja, moin, hier vorne rüttelt sich auch schon wieder was raus. Aber hier die auf der Bettungfläche, die stehen einigermaßen gut. So, da drin sein dürfte nichts mehr. Genau, ist leer. Ove war Fach 1 und 3. Ist jetzt bei 21, 23% Feuchtigkeit noch. Und Fach 3, 29, 29. Die anderen sind noch nasser. Oder nässer. Wie sagt man das eigentlich? Nass? Nasser? Am nassesten? Keine Ahnung. So, und hier die Eiche sind schon bei 81%. Und das, was unterm Dach sitzt. Das müsste die letzte hier gewesen sein. Die sind bei 99. Und hier hinne die hatte ich so ziemlich am Anfang reingesetzt. 98. Und da hinne komme ich da dran. 98, okay. Ist Sitze. Also USB-Platte hatten wir uns darauf geeinigt. Drei Palette drin. Alldieweil 675 Kilo Späne noch drin sind. Also das sind rein theoretisch drei Palette. Aber ich mache jetzt erstmal was anderes. Und zwar habe ich mich umgesehen nach Missionen. Ob es wieder mal was zum Reparieren gibt irgendwo, weil das mache ich ja am liebsten. Das wisst ihr. Aber es gibt nur Schafe suchen. Buschtrimmer und Transport. Und ein Wettbewerb. Diesem Wettbewerb werde ich mich jetzt mal widmen. Ich war aber erst einmal bei meinem Nachbar hier. Weil den will ich ja auch noch zur Pleite zwingen. Verkauft dem wieder Eier in Dos und Kondensmilch. Weil der kauft ja viel mehr an, wie er verkauft. Und deswegen hoffe ich, dass der irgendwann pleite geht und dass ich den Laden übernehmen kann. Und zwar hier der Kollege Chick. Das wäre geil, wenn das ja auch noch klappen würde. Aber ich denke es nicht. Der kauft an, kauft an, kauft an. Hallo, willkommen in meinem Laden. Gute. Was bietest du in deinem Laden an? Was bietest du in deinem Laden an? Ja, man sieht's. Ah, es fehlt doch ein bisschen was. Ah, doch, es geht noch nach oben. Nee, der hat nicht viel verkauft hier. Wie sieht's denn aus mit Kondensmilch? Der hat 1106 Eier in Dos und 578 Kondensmilch. Dem drücke ich jetzt noch mal ein bisschen was aufs Auge. Und zwar 45 Dose. Meine Maus will die auch noch. 45 Dose Kondensmilch sind 323 Euro und 100 Dose Eier in Dos sind 719,20 Euro. Zack, leicht verdientes Geld. Ja. Der hat die Bude voll und verkauft nichts. Ab und zu verkauft er mir hier mal Auswahl an Trockenfleisch, ein paar Grillwürstchen und ein bisschen alkoholfrei Bier. Aber das sieht ja auch noch sehr gut aus bei mir. Also da bin ich noch gut im Rennen. Apropos gut im Rennen, ich trinke jetzt nochmal ein Bier, vermutlich alkoholfrei. So, jetzt bin ich auch wieder gut im Rennen. Und zwar, was hatte Kramer-Fan vor? Hier gibt es einen Wettbewerb und zwar nach Pilze suchen, lokale Sportveranstaltungen. Komm und mach gleich mit. Ja, ich bin um Weg. Eine Pilzsuchwettbewerb oder Sportveranstaltung, habe ich auch noch nicht gehört. Aber egal, machen wir jetzt mal. Ich düse da jetzt mal hin. Mein Pickup, ja, das ist noch zu 70% mit Sprit voll, ist auch gut. Wo ging das jetzt lang? Ich bin verkehrt, ich muss unten an der Kreuzung rechts und dann links. Ich wollte nämlich mal diese Hügelstrecke da hochfahren. Nicht da vorne links über die Brücke, sondern ein Stückchen rechts abbiegen und dann nach links über den Berg da oben drüber. Dann fahre ich jetzt mal zu dieser Sportveranstaltung Pilze suchen. Und dann gucke ich mal, wie das funktioniert. Habe ich noch nie gemacht. Ich habe hier schon mal einmal an einem Drohnenwettbewerb teilgenommen.
Wetten habt ihr ja auch tatsächlich gewonnen. Obwohl ich es erst einmal, glaube ich, vorher mal gemacht hatte. Da bin ich gnadenlos gescheitert, weil ich die Drohne steuerungstechnisch überhaupt nicht kapiert habe oder geblickt habe, wie das geht. Und dann habe ich beim zweiten Mal tatsächlich gleich schon gewonnen. Ja, der Erfolgsdruck ist, wenn man aufnimmt, höher. Und dann strengt man sich mehr an, sondern ist mehr konzentriert und dann funktioniert das auch. Und jetzt bin ich mal gespannt. Pilze suchen. Keine Ahnung, wie das funktioniert. Ich denke mal, da gibt es eine Fläche, die ist eingegrenzt. Und in dieser Fläche muss man dann halt wahrscheinlich Pilze suchen. Am besten all. Und das ist wahrscheinlich in einer gewissen Zeit. Aber wie gesagt, ich habe es noch nie gemacht. Ich fahre da jetzt mal hin und gucke mir den Spaß mal an. Ich habe mal meinen lockeren Business-Anzug an. Weißes Hemd mit Schlips hier und Jeanshose. Falls irgendwelche Mädchen mir zujubeln, könnte man ja vielleicht mit denen nochmal. Ach so, nee, ich bin ja schon verheiratet. Nein, war nur Spaß. Schade, dass man die Natalie bei sowas nicht mitnehmen kann. So als moralische Unterstützung. Die buddelt lieber im Garten rum. Oder steht im Hühnerstall und qualmt heimlich. So, jetzt bin ich hier oben auf dem Bash angekommen. Jetzt geht es hier innen nochmal in der kleinen Serpentinenstrecke runter. Dann müsste ich eigentlich nach rechts abbiegen und dann müsste es irgendwann auf der linken Seite kommen. Hier hängen Äste auf dem Weg, das ist so, das ist die Härte. Könnte auch mal eine aufräumen hier oben. Ich hätte auch Zeit mit dem Motorsee und Buschtrimmer und was ich alles habe. Aber nö, gibt mir keinen Auftrag. Ja, am Buschtrimmer Mission bin ich auch am überlegen, sowas nochmal zu machen. Weil ich habe noch knapp 5000 Liter Heu, Stroh, Gras für die Kühe im Lager oder in den Scheunen. Ah, oh, hier ist er schon. Aber ich weiß natürlich nicht, wie lange das reicht. Ich werfe hier so pro Tag so 30 Liter oder so hin. Auto hier vorne stehen. So, dann gehe ich mal gucken, was jetzt hier geboten wird. Da stehen schon zwei und quatschen mitten in der Pampa. Wenn ich es nicht selbst gesehen hätte. Nach Pilzen suchen. Attacke, los geht's. Tja, oh, hier stehen sie doch direkt schon. Wer musste es ja tun? Hier war doch irgendwo einer. Ja. Verbleibende Zeiten. Ja, moin. 23 Minuten soll ich jetzt hier Pilze suchen. Attacke, ey. Das stimmt. Ich hab's mit eigenen Augen gesehen. Stehen da noch Gäudes rum? Ich kann behaupten, dass ich überrascht bin. Kannst du das glauben? Wo steht einer? 57 Pilze habe ich noch zu suchen. Ich kann mich nicht um alle kümmern. Alter Vater. Ich glaube, ich brauche einen Plan. Muss ich das erstmal hier außenrum abklappern? Hier leuchtet doch. Da habe ich mich doch jetzt gerade eher machen lassen. Das ist einfach so typisch. Alter. Wo soll denn hier die viele Pilze stehen? Kann mir das mal einer erklären? Da drüben steht noch was. Wie groß ist denn das Gelände hier? Ah, ich bin so aufgeregt. Das ist ich will das doch gewinnen. So, jetzt ist hier noch irgendwo einer. Du oh, weißt, meine Maus redet. Macht mich. Ach, das sind die Gesichter Tolles von denen Geheimnis. Zwei gelb. Das weiß doch jeder. Da habe ich eben gedacht, das wären Pilze. Kannst Wohin du das ist? Glauben? Da steht irgendwo einer. Das ist ekelhaft. Ja, das ist wirklich ekelhaft. So viel Pilze so. Können wir da was machen? So, ich habe gesagt, ich brauche einen Plan. Ich war jene an meinem Tolles Auto. Geheimnis. Das weiß doch jeder. Ich klappe jetzt erst einmal hier den Rand ab. Tja, wie weit geht denn das Gelände hier? Na, das ist nicht groß. Wo sollen da noch die ganzen Pilze stehen? Das frage ich mich gerade mal.
Kräutsche, aber das zählt ja nicht. Nehme ich aber trotzdem mit. Weil ich habe hier so viel Honig. Da steht eine. Oder wachse die in der Zwischenzeit nochmal? Können wir da was machen? Oh, Maus. Maus. Ich glaube, hier oben irgendwo hatte ich angefangen, gell? Hier. Also, dann renne ich jetzt mal hier an dem Weg entlang durch. Da steht noch eine bei den zwei Damen, die Sturm ohne Halle sind. Ich mache das fast immer so. Ja, moin. 49. Ekelhaft. Kann man mal einer erklären, wo die stehen soll? Weiß das einer? Da ist ein Kraut. Da sind Pilze. Wirklich? Das ist interessant. Hier stehen noch ein paar. Erinnere mich bloß nicht daran. Jeder weiß Bescheid. Lokale Sportveranstaltung. Ich hab da was ganz anderes gehört. Hammer, was es hier alles gibt. Das darfst du niemandem erzählen, hörst du? Da ist eine. Ich hab da was ganz anderes gehört. Ich kann mich nicht um alle kümmern. Tja, wenn ich es nicht selbst gesehen hätte. Kann das sein, dass hier immer nur so ein paar nachwachsen? Hier oben war ich doch eben, da hat doch nichts geleuchtet. Jetzt steht hier einer. Seltsam. Das kann natürlich auch sein, weil das Gelände ist hier nicht groß. Das hast du hier relativ schnell abgeklappert. Das ist einfach so typisch. Und dann zupfst du an dem einen Ende 5 Stück aus und an dem anderen Ende kommen 5 Stück dabei. Ich denke mal, so ist das hier programmiert. 18 Minuten noch, 40 Pilze noch. Ja, moin. Hier renne ich meinen Ast, das weiß ich jetzt schon. Erinnere mich bloß nicht daran. Kann nicht behaupten, dass ich. Im Leben nicht. 17 Pilze. Ach, geht das noch weiter? Jetzt hab ich's. Ja, moin. Das sind mehrere Gelände. Oh, was Glück habe ich das jetzt gerade gelesen, ey. Ich hatte gedacht, auf dem einen Grundstück, wo soll dann dort die viele Pilze sind? Hier gibt es mehrere Grundstücke. Ja, dann aber Hacke Gas jetzt, Kramer-Fan. Hier auf dem Grundstück gibt es anscheinend noch 9, oder wie ich das jetzt gerade gelesen habe. Vier, das sind noch 2. Oh, hier stehen noch ein paar, sehr gut. Ob das was wird? Siebzehn Minuten noch. Noch. Und das mit meiner nervösen Maus hier. Da ist noch eine. Da ist noch 4 und da noch 9. Da hinten stehen noch 20. Ich mache mich mal hier rüber auf das Gelände. 20.
Hier stehen 20 Pilze. Jawohl, hier scheppert es jetzt. Na komm mit. Boah, eine Viertelstunde noch. Das gibt auf jeden Fall eine längere Folge. Ist aber egal, macht Spaß. Ich das noch schaffe jetzt. Sollte eigentlich, gell? Hier war auch irgendwo. Oh, hier stehen sie noch. Sind aber auch gut versteckt, das ist der Wahnsinn. So, da stehen noch drei. Eine. Wo steht denn der jetzt? Ich hatte es doch gerade. Sag mal. Wo steht denn jetzt aufgenommen? Steht noch einer. Boah, wenn man dann zum Schluss so vereinzelte Paar suchen muss, ja moin. Oh, das gibt's doch nicht, oder? Da ist er. Nee, das sind Erdbeeren. Baumpilz, cool. Steht noch einer. Da warst du eben schon mal. Das ist wieder der. Da, wo ich eben schon mal kurz vor dem Zweifel war. Yeah. So, 9 Pilze noch. Hier oben steht 4. Da ist noch einer. Alter, ich bin so aufgeregt. Da hinten habe ich jetzt noch was Blinke gesehen. Ich will das schaffen. Da stehen noch 2. Darf ich mir die eigentlich auch behalten? So, 5 Pilze noch. Hier soll es irgendwo noch 4 Stück geben. Oder ist das wieder das Nachbargrundstück? Hier soll es 4 geben, 5 fehlen mir noch. Wo ist denn das jetzt? Wo ist das weit? Jeder weiß. Ach, das ist bei denen. Oh no, wie weit kann ich jetzt hier noch wetzen? Wo sind das mit denen 4? Ich erinnere mich bloß nicht daran. Da sind 3. Na, Maus. 1, 2. Ich kann mich nicht um alle kümmern. 3. Jeder weiß Bescheid. Ein Pilz noch. Ja, das ist kein Spaß. So, und jetzt ist hier die 4 weg. Also muss ich mir noch ein anderes Grundstück suchen. Ein Pilz brauche ich noch. Tja, irgendwer musste es ja tun. So, da ist hier oben hier noch ein Gelände. Wo ist denn die Zahl jetzt da in der Luft? Hier anscheinend nicht mehr. Pilze 9, da ist was. Ich brauche hier nur noch eine. Hm.
Na komm, den einen Pilz, wenn ich noch irgendwo finde, jetzt ihr Leute. 9 Stück gibt's noch. Ich brauche noch eine. 10 Minuten 45. Muss doch machbar sein. Sind diese Grundstücke hier ewig weit auseinander? Ich werde verrückt. Jawohl, das sind meine 440 Sozialpunkte. Oh nee, wo sind das Grundstück hier? Ich werde verrückt. Da ohne. Komm schon drüber? So nein. Hier sind sie! Rettung naht! Du hast die Pilze gesammelt, geschafft, 12 Minuten 51, deine Belohnung 400 Euro und doppelt so viele Sozialpunkte. So, was für einen Platz habe ich jetzt belegt? Habe ich das ganze Ding gewonnen? Bin ich jetzt erst gewonnen oder nicht? So, wenn ich gerade schon dabei bin. Hier gab es da noch Kreuzchen. Da gab es auch noch eins. Bin ja voll im Pilzsuchfieber jetzt. Aber ich glaube, ich habe genug. So, das war der große Pilzsuch-Sportveranstaltungswettbewerb beim Kramer-Fan in Pine Grove und zwar in Lumberjacks Dynasty. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.